haben wir schon Teil 63 oder Teil 7 der Tahiti-Playliste. Die dritte Woche auf Tahiti geht zu Ende und es wird nicht langweilig. Freitag, 14. November 1788. Starke Brise und schönes Wetter mit leichten Winden im letzten Teil. Wind aus Ost und wechselhaft im Südosten. Thermometer von 26 bis 28 Grad. Zur Mittagszeit waren 719 Pflanzen eingetopft, davon 12 Wies, also Mango. Die Betreuung der Zelte und die Reinigung des Schiffes angewiesen. Ausreichende Vorräte wie üblich. Heute Nachmittag hatte ich Taina, Oripaya, Monaa und Poino zum Essen bei mir. Ich schenkte ihnen allen sehr großzügige Geschenke, worüber sie überrascht waren, da ich ihnen bereits so viel gegeben hatte. Sie hatten es für mich wirklich verdient, für die geringen Schwierigkeiten, die ich seit unserer Ankunft hier hatte, um die Pflanzen zu sammeln, bei denen sie uns mit größter Freude geholfen haben. Die Vielzahl der Berichte, die ich über die hier zurückgelassenen Rinder erhalten habe, waren sehr verwirrend. Aber heute wurde behauptet, dass es noch zwei auf der Insel gibt. Eins in einem Bezirk namens Hitia und das andere in Tetaha, nachdem alle anderen von den Leuten von Moorea weggenommen oder getötet worden waren. Da ich es jetzt in der Hand hatte, herauszufinden, inwieweit ein Teil der Geschichte wahr war, sagte ich Taina, dass ich entschlossen sei, am Morgen nach Tetaha zu gehen, um das Tier zu sehen, das dort zurückgelassen wurde, und bat ihn, Poino und Oripaya mich zu begleiten, wozu sie bereitwillig zustimmten. Ich befahl also, dass das Boot bereit gemacht wurde, und am Morgen verließen wir bei Sonnenaufgang das Schiff. Der Häuptling von Tetaha heißt Tepahu und es ist fast 4 Leagues, 22 Kilometer, von hier entfernt. Samstag, 15. November. Mäßige Brisen mit Regen in der Mitte. Wind Ost zu Nord, Ost zu Süd und Südost. Das Thermometer reichte von 26 Grad bis 28 Grad. Die Zimmerleute waren weiterhin beschäftigt, zusätzliche Stände für die Pflanzen in der Kabine einzurichten. Vorräte wie üblich. Drei Männer auf der Krankenliste, einer mit Durchfall, einer mit Krämpfen und der andere erholt sich von Rheumatismus. Heute hatte ich das Vergnügen zu sehen, dass alle Töpfe für die Pflanzen fertiggestellt waren. Insgesamt 774. 12 davon waren Wies und in 7 Töpfen wurden Pflanzen aufgrund ihres schlechten Zustands ausgetauscht. Einige andere werden ebenfalls sterben und durch andere Früchte ersetzt werden müssen. Meine Reise nach Tetaha verlief ohne besondere Vorkommnisse. Zunächst legte ich in der Nähe von Opara an, wo viele Menschen versammelt waren, um mich zu sehen. Da ich wegen des Bullen gekommen war, der sich irgendwo in diesem Bezirk befand, bat ich Taina danach zu fragen, und er schickte einen Diener an Land, um dies zu tun. Tepahu, der Häuptling, erschien nicht. Aber es wurde mir eine Nachricht geschickt, um zu erfahren, ob ich nur gekommen war, um den Bullen zu sehen oder ihn mitzunehmen. Ich versicherte ihn also, dass ich nur gekommen war, um ihn zu sehen und bat um diese Gunst. Taina sprach mit demselben Anliegen. Nun wurde ich gebeten, weiterzugehen und man sagte mir zu, dass meine Bitte erfüllt werden würde. Das Tier befand sich in der Nähe von Tapuna, heute Puna Aoia, im nordwestlichen Teil von Otaheite. Und als ich dort ankam, war es bereits Mittag. Ich verbrachte einige Zeit bei den Fischern, um Fische zu kaufen, die Taina haben wollte. Er aß sie roh mit Salzwasser als Soße. Da der Strand von einem Riff umgeben war, konnte ich nicht näher als etwa eine Kabellänge herankommen. Daher musste ich von einem Mann auf seinen Schultern getragen werden. Die Menge der Einheimischen war sehr groß und ich wusste, dass ich unter der Neugierde erstickt werden würde. Damit ich nicht lange in dieser unangenehmen Situation bleiben musste, schickte ich Oripaya, um zu sehen, ob der Bulle heruntergebracht wurde. Kurz darauf kehrte er zurück und versicherte mir, dass es so war. Ich ließ also das Boot bei Taina und Poino zurück und begleitete Oripaya. Wie erwartet wurde ich sofort von den Einheimischen umgeben und es dauerte eine Weile, bis ich Tepahu, den Häuptling, sehen konnte. In dieser Zeit litt ich unter extremer Erstickungshitze. Seine Anwesenheit löste die Menge jedoch ein wenig auf, indem er mit einem Knüppel um sich schlug. Aber solange er ihn benutzte, konnte ich kaum atmen.
Ich war nun von dieser riesigen Menge umgeben und wurde eine Viertelmeile weit geführt. In dieser Zeit wurde ich mehrmals von Taschendieben attackiert. Aber ich hatte vorgesorgt und hatte nichts Wertvolles außer meinen Taschenpistolen dabei, vor denen sie sehr viel Angst hatten. Schließlich wurde der Bulle zu mir getrieben und ich sah die schönste braune Kuh, die je auf der Erde gelaufen war. Ich bat sie, mir andere zu zeigen, aber sie sagten alle, dass es keine weiteren gab. Ich konnte nicht länger meine Unzufriedenheit über die Trennung und Zerstörung dieser schönen Tiere unterdrücken, die mit so viel Mühe und Sorgfalt zu ihnen gebracht worden waren. Ich hatte mit Captain Cook gemeinsam an dieser Angelegenheit gearbeitet und hatte ebenso große Hoffnungen auf Erfolg wie er. Doch keine meiner Erwartungen wurde erfüllt. Es scheint aus irgendeinem Grund, dass Otaheite Nui von Fraktionen zerrissen wurde und dass Matawai und Opare, der Sitz des Reiches, mehr als jede andere Region der Insel gelitten haben. Ich führe es auf die wenig absolute Macht des Königs in Zusammenhang mit einer laschen Einstellung zurück. Die Häuptlinge aller Distrikte haben die gemeinsame Bezeichnung Arii und jeder ist unabhängig von dem anderen. Über diese Menschen hat der König keine Macht, sie werden entweder für ihn oder gegen ihn kämpfen, je nachdem wie ihre Interessen oder Neigungen sie führen. Und dies tun sie straflos in Bezug auf die Bestrafung durch die Übertretung eines Gesetzes des Landes. Wir brauchen keinen weiteren Beweis dafür als die Tatsache, dass die Menschen von Atahuru den Menschen von Imeo oder Moorea halfen gegen unsere Freunde von Matavi und Opare zu kämpfen und das Vieh wegzunehmen. Es ist doch offensichtlich, dass die Menschen von Tetaa nicht sehr zugunsten der letzteren waren, da die Kuh, von der ich gerade gesprochen habe, von den Häuptlingen von Atahuru an sie gegeben wurde. Andere Bezirke östlich von hier waren auch gegen diese unglücklichen Menschen. Und mir wurde jetzt bestätigt, dass in Hitiaa, einem Distrikt etwa 10 oder 12 Meilen östlich von Matawai, ein schöner junger Bulle von den Menschen dort weggenommen worden war. Ich hatte schon früher einige Berichte darüber, aber erst jetzt wurde es mir zufriedenstellend erklärt. Auch die Bewohner von Taiarapu, das ist Tahiti Iti, hatten einige Angriffe auf diese verhängnisvollen Orte unternommen. Und alle diese Unglücke scheinen aufgrund unserer Kontakte und Parteilichkeit auf sie gefallen zu sein. Was ist also eine solche Regierung oder die Macht des Königs? Hierzu hoffe ich, weitere Erkenntnisse zu erlangen und in Zukunft darüber mit Sicherheit sprechen zu können. Da ich nichts Wichtiges hatte, was mich die ganze Nacht von dem Schiff fernhalten würde, machte ich ein Geschenk an Tepahu und kehrte zum Boot zurück, wo ich Taina und Poino vorfand, wie sie sich mit rohem Fisch vollstopften, den ich für sie gekauft hatte. Ich fand es außergewöhnlich, dass Taina nichts zum Essen geschickt bekommen hatte und niemand ihm Respekt zeigte. Und so weit entfernt davon, dass er ein paar Brotfrüchte oder Kokosnüsse befehlen könnte, die ihm gebracht werden sollten, war ich gezwungen, sie für ihn zu kaufen, damit er etwas zu essen hatte. Jetzt gab ich meinen Leuten Zeit zum Mittagessen und ging zum Schiff zurück. Na, das ist ja ein Ding, da scheinen sich ja alle auf der Insel mit den von Moorea zusammengetan haben, um die in Opare und Matawai zu bekämpfen. So macht es jedenfalls den Eindruck. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das war, weil die Engländer, also als Captain Cook da war, so gut Freund mit dem Distrikt von Matawai und Opare waren und denen viele Geschenke gemacht haben und die anderen so ein bisschen vernachlässigt haben und die haben sich dann gedacht, dann holen wir uns das. Nur mal so eine Vermutung von mir. Der Bezirk Tetaha kann nicht mit dem üppigen und angenehmen Land von Matawai und Opare verglichen werden. Es ist jedoch ein sehr angenehmer Ort. Und der Brotfruchtbaum ist trotzdem für seine Bewohner ausreichend. Es gibt viel Grasland um die Hügel herum, wo an einigen Stellen die Brotfruchtbäume gepflanzt sind, da es nicht so schöne Ebenen wie in Matawai gibt. Es hat jedoch einen sicheren Riffhafen. Als ich in Opara ankam, war die Sonne untergegangen. Und als wir gerade am Wohnsitz des Erirahai vorbeifuhren, gerieten meine Begleiter plötzlich in große Aufregung und zogen ihre Laken von den Schultern. Tyler war der Erste, der sagte, dass sie es tun mussten, sobald sie in der Nähe des Königs waren. Dies schien jedoch eine Höflichkeit mehr als alles andere zu sein,
denn als wir anlegten, um einige Kokosnüsse zu holen, sah ich mehrere untere Häuptlinge, die bedeckt waren, und viele andere auch. Aber in ihrer Anwesenheit von Kindern sowie des Erirahai ist das Zeremoniell des Enthüllens bis zur Taille universell, wobei die Eltern nicht mehr befreit sind als jede andere Person. Nachdem wir uns erfrischt hatten, da es ein sehr heißer Tag war, verließen wir Opare und erreichten das Schiff um 8 Uhr. Aber es dauerte eine Weile, bis ich meine Gäste an Land brachte. Da sie an Bord blieben, um zu Abend zu essen, bei dem sie so viel Wein tranken, dass er sehr stark auf sie wirkte. Sie lobten mich jedoch sehr dafür, und es war eine so feine Bacchanalsitzung, wie ich sie lange nicht mehr gehabt hatte. Bacchanal kommt von Bacchus, dem römischen Gott des Weines und der Ekstase. In der Regel geht es bei einer Bacchanalsitzung darum, sich ausgelassen zu amüsieren und hemmungslos zu feiern. Der Morgen verging ohne besondere Vorkommnisse. Nur einige Beschwerden von meinen Freunden, dass sie Matai Te'awa waren, was sie betrunken nannten. Ich würde eher mal sagen, die hatten einen Kater. Sonntag, 16. November. Schönes Wetter. Wind aus Ost zu Nord und wechselhaft in Richtung Südosten. Das Thermometer zeigt Temperaturen zwischen 26,1 und 27,2 Grad. Die Krankenliste enthält 3 Männer. Einer leidet an Krämpfen, einer hat Durchfall und einer erholt sich. Die Zimmerleute haben die Kabine fertiggestellt, in der ich 77 weitere Stände angebracht habe. Insgesamt 705. Ich habe einige meiner Leute zum Vergnügen an Land geschickt und die Invaliden werden jeden Morgen hingeschickt. Die Anzahl der Pflanzen, die aus einem sterbenden Zustand gerettet wurden, beläuft sich heute Mittag auf 24. Die Einheimischen bringen uns derzeit nur wenige Schweine, aber wir haben eine große Menge an Brotfrüchten, Kokosnüssen und Bananen. Da alles, was die Brotfrucht betrifft, von Bedeutung ist, werde ich nun die Art und Weise erwähnen, wie die Menschen sie hier zubereiten. Das wichtigste Instrument bei diesem Prozess ist die sogenannte Koni-Muschel, die quer in zwei Hälften geteilt wird und als Schaber zur Vorbereitung der Frucht dient. Dies ist die erste Handlung. Und nachdem die grüne, unebene Oberfläche der Frucht abgeschabt wurde, werden sie dann in der Mitte geteilt und sie sind bereit für das Feuer oder den Ofen. Der Ofen wird hergestellt, indem ein Loch in den Boden gegraben wird, indem ein Feuer entzündet wird und eine Anzahl von Steinen unter und um es herum gelegt werden, wodurch sie erhitzt werden. Dies wird getan, und nachdem sie alle mögliche Hitze erhalten haben, werden sie rund um die Seite und den Boden des Lochs platziert, auf die dann die Brotfruchtblätter gelegt werden, damit die Frucht nicht verbrennt. Die Frucht wird nun hineingeworfen und mit denselben Blättern bedeckt, auf die sie allerhand Dinge werfen, was die Hitze halten wird. Hier bleibt die Frucht etwa 2 Stunden. Aber da das Entfernen sehr oft von ihrer Freizeit oder der Arbeit an einer wichtigen Sache abhängt, scheint es mir nicht von großer Bedeutung zu sein, die Frucht genau nach Zeit zu überwachen. Dies ist bei Weitem die vorteilhafte Art, die Frucht zuzubereiten. Wenn wir keine gebackene Frucht mehr haben, kochen wir es für den Gebrauch auf dem Schiff in den Kupferkesseln. Aber es ist nicht halb so gut, wie das von den Einheimischen zubereitete. Ich habe Mr. Nelson angewiesen, 24 Töpfe für eine Art feiner Kochbananen namens Oraya und eine sehr wertvolle, erfrischende Frucht namens Aya aufzubewahren. Dieser Apfel hat die erfrischendste Qualität aller Früchte, die ich je probiert habe. Und ich bin sicher, dass er in Jamaika oder jedem anderen heißen Land geschätzt wird. Ich bin mir hier aber nicht sicher, welche Frucht er da meint. Die Mango ist ja die Wie, also vielleicht ist das irgendein Pfirsich oder sowas. Wer es weiß, rein in die Kommentare damit. Vielleicht liegt der Grund dafür, dass die Einheimischen nicht so viele Schweine auf den Markt bringen, darin, dass sie sehen, dass ich so viele auf Lager habe. Wir haben jedoch reichlich von allem. Ich habe herausgefunden, dass der Grund für das Enthüllen auf dem Wasser gestern in Opare darin liegt, dass der Hafen Tuaroa ein Eigentum des Erirahai ist. Diese Zeremonie muss daher befolgt werden, wenn jemand das Eigentum des Königs betritt, dessen Grenzen durch geschnitzte Baumstümpfe
in der groben Form eines Gesichts oder eines Mannes markiert sind. Die Frauen enthüllen immer ihre Schultern vorteiner, die Männer aber nicht. Sein Sohn hat daher diese Ehre von ihm, sowie die anderen Auszeichnungen, die ihm durch den Brauch zugestanden werden. Ich denke mal, er hat die Ehre von ihm geerbt, sowie die anderen Auszeichnungen, die ihm durch den Brauch zugestanden werden. Montag, 17. November. Schönes Wetter und leichte Brisen in alle Richtungen. Das Thermometer schwankte zwischen 26,1 Grad und 27,5 Grad. Vorräte wie gestern, beschäftigt mit der Reinigung des Schiffes und der Betreuung der Zelte. Ich habe nun die Zimmerleute angewiesen, ein Geländer um das Oberlicht der Kabine zu bauen, um Unfälle mit den Pflanzen zu vermeiden, wenn die Scheiben und Gitter zur Lüftung abgenommen werden. Wir sehen jetzt viele Personen mit Geschwüren an Beinen und Armen, darunter auch Wau Wo, die Schwester von Tainer. Diese arme junge Frau hat beide Beine und Hände so stark betroffen, dass es fraglich ist, ob sie geheilt werden können, da die Knochen so extrem krankhaft geworden sind. Der Arzt sagt, es sei hochgradige Geschlechtskrankheit, aber ich bezweifle sehr, dass es das ist, denn ihr Ehemann, von dem sie mehrere Kinder hat, ist vollkommen frei von einer solchen Beschwerde und sieht gesund aus. Auch hat die Frau an keiner Stelle die geringste Wunde oder Pustel. Sie wird jetzt als jemand behandelt, der an der Geschlechtskrankheit leidet, und ich hoffe, dass die Heilung abgeschlossen wird. Das ist eine der drei Schwestern von Utu. Hier hat er nochmal Utu geschrieben, er meint natürlich Tainer. Die vom Captain Cook Tereri genannt wurde. Eine ist gestorben und die andere ist Ofra Iatea. Er schreibt ja immer Uliatea. Ich hatte heute meine üblichen Besucher und ein Geschenk eines kleinen Schweins von Tepahu, dem Häuptling von Tetaha. Dann beenden wir mal diesen Teil und ich freue mich, wenn ich euch im nächsten wieder begrüßen darf. Tschüss!